Was geht ab, meine OZ-Fighto? Saru, ihr ignoriert die Frise, ignoriert meine Ausstrahlung, denn wir hatten gestern wirklich einfach eine Nachtschicht hinter uns. Wir hatten eine Nachtschicht gemeinsam, wir haben nicht mein PC zusammengebaut. Dicken Gruß und viel Liebe an all diejenigen, die mitgezogen haben bis früh in die Morgenstunde, Freunde. Der PC ist aufgebaut. Ich muss noch quasi die ganzen Programme installieren und meine ganzen Daten von diesem PC in den neuen transferieren und so fort. Ihr wisst, das Ganze läuft deswegen. Die Tage sehen wir uns dann auf dem neuen PC, weder sei es in den Streams auf twitch.tv/OzoTheStones oder hier in den YouTube-Videos natürlich. Aber Freunde, deswegen kommt dieses Video wahrscheinlich sehr spät. Trotzdem will ich über das Lands Festival Update sprechen, denn das Update ist übertrieben gut. Ein richtig gutes Update. Ich möchte aber primär über zwei wichtige Sachen sprechen. Das eine davon ist das neue Leader, der neue Leader-System, der neue Anführersystem, der neue Leader-Slot. Leader-Slot, um es richtig zu sagen. Und zwar, was ist dieser Leader-Slot? Das hat einen Einfluss darauf, wie ihr eure Teams baut. Eine Sache aber außen vorweg. Falls ihr eure Teams, so wie ihr sie gespielt habt, weiterhin spielen wollt, zum Beispiel ihr habt ein Hybrid-Team, ihr habt ein Kinoversion-Saga-Team, dann könnt ihr sie ohne Bedenken weiterhin spielen. Das Einzige, was diesen Leader-Slot neu macht, ist, dass der Charakter, der auf dem Leader-Slot ist, der oben links gesetzt ist, dieser Charakter gibt seine Sie-Fähigkeit allen anderen Charakteren, auch wenn diese normale sie nicht bekommen würden. Und er bekommt alle Sehfähigkeiten von den anderen Charakteren im Team, auch wenn er selbst sie nicht bekommen würde. Aber nur dann, wenn du den Charakter auf dem Leader-Slot oben links auch mit in den Kampf nimmst. Das heißt, guck mal, Gohan hier bekommt seine eigene Sehfähigkeit. Okay, logisch. Und in meinem Team, das war's. Das war's. So. Und seine Sehfähigkeit gibt er zum Beispiel diesem Vegeta nicht. Denn Vegeta ist nicht in Hybrid Saints oder Son Family. Aber, wie gesagt, wenn ich Gohan mit in den Kampf nehme, im PvP oder PvE, egal, mit in den Kampf nehme, dann bekommt Vegeta seine Sehfähigkeit und Gohan bekommt all die Sehfähigkeiten, die hier gelistet sind, nämlich von allen anderen Charakteren. Da steht es auch dran. Anführerbonus. Wird ein Anführer ausgewählt, werden Effekte auch dann aktiviert, wenn der Charakter nicht das eigentliche Ziel ist. Und bei Vegeta steht es dann genau ebenso dran. Wird ein Anführer ausgewählt, werden Effekte auch dann aktiviert, wenn der Charakter nicht das eigentliche Ziel ist. Also, versteht ihr, Freunde? Das ist das mit dem Anführer. Ich könnte theoretisch auch einfach Janemba spielen. Ich müsste Janemba nur mit in den Kampf nehmen. Dann bekommt Janemba die Sehfähigkeiten von anderen Charakteren und er gibt seine Sehfähigkeit meinen anderen Charakteren. Das ist das mit dem Leader-Slot. Ansonsten hat sich nichts geändert bezüglich Teambuild und dementsprechend kann man übertrieben viele neuartige Teams bauen. Manko oder natürlich hat das Ganze in der Hinsicht einen negativen Effekt, dass halt dein Gegner weiß, okay, er muss den Leader mitnehmen, wenn er seinen Leader-Slot aktivieren will. Okay, kommt natürlich auch darauf an, wie du dein Team baust. Wenn im Endeffekt dann nur eine Sehfähigkeit nicht geteilt wird, falls du den Anführer mal nicht mitnimmst, dann ist ja gut. Aber in meinem Fall, wenn ich so gegen jemanden kämpfe, dann weiß ich, ich nehme Gohan auf jeden Fall mit, kann ihm kontern mit blauen Charakteren, Goku und sein Fort. Das übt sich, dieser Leader-Slot übt sich nur auf Sehfähigkeiten aus. Also Senkai-Fähigkeiten, also der Senkai-Effekt von, die Senkai-Fähigkeit von Gohan wird nicht verteilt. Er bekommt auch nicht die anderen Senkai-Fähigkeiten, die er so oder so nicht bekommen würde. Hätte ich in dem Team einen roten Senkai-Charakter, der ihm eine Senkai-Fähigkeit geben würde, würde es natürlich bekommen. Aber was ich meine ist, er bekommt jetzt nicht die Senkai-Fähigkeit von dem grünen Goku oder von dem blauen Goku. Nein. Nur die Sie-Fähigkeit, wenn ich ihn mit in den Kampf nehme. Selbes gilt auch für einzigartige Fähigkeiten. Also zum Beispiel, Gohan bufft ja Hybrid Son Fam, egal. Vegeta bekommt aber seine Buffs nicht, wenn ich ihn mit im Kampf nehme. Okay? Und selbes gilt auch für Ausrüstungseffekte. Beispielsweise, wenn ich eine Ausrüstung mitnehmen würde, indem er zum Beispiel hier an der Stelle pro Hybrid-Saint-Team Fernangriff bekommt und Schlagangriff, Kampfmitglied, und ich Vegeta mit im Kampf nehme, dann bekommt aber von Vegeta diesen Bonus nicht, weil Vegeta ist nicht in Hybrid Saints. Dieser Leader-Slot zählt, wie gesagt, nochmal zusammengefasst, nur für die Sehfähigkeit und du musst diesen Charakter, den Anführer, mit in den Kampf nehmen, damit er seine Sehfähigkeiten allen anderen gibt und alle anderen Sehfähigkeiten er selbst ebenso bekommt. Okay, das zweite Wichtige ist PvP. PvP, Freunde. PvP.
Wo soll ich anfangen? Und zwar wurde PvP komplett neu geändert. Das ist die aktuelle Ausrüstung, aber darauf will ich nicht eingehen. Sondern nun gibt es Kampfrang 1 bis 70. Und je nach Kampfrang werdet ihr eingestuft in verschiedene Saisonränge. Also es gibt Ranks im Prinzip. Kampfrang 1 bis 20 Bronze, 21 24, bis 40 Silber, 41 bis 50 Gold, 51 bis 60 Platin, 61 bis 70 Diamant. Und die Top-Top-Top-Player bekommen im Prinzip noch eine Gott-Auszeichnung im Prinzip. Also es gibt jetzt Ranks. Richtig stark. Und logischerweise wurde das eingeführt, damit man mit Charakteren vom selben Spielniveau eingerankt wird, dieselben Matches bekommt, also wegen dem Matchmaking, damit das besser gemacht wird. Es gibt auch neue Ranglistenbelohnungen, Freunde. Zum einen bekommt jeder Belohnungen, wenn er 15 Mal am PvP teilgenommen hat, unabhängig von seiner Platzierung. Dann gibt es aber noch für die Platzierung, für die normale, die wir es kannten, so wenn du unter 10.000 bist zum Beispiel, bekommst du ja was. Dafür gibt es natürlich weiterhin die Ranglistenbelohnungen. Aber es gibt jetzt auch einen Prozentsatz. Beispielsweise, das sind jetzt die Kampfrangbelohnungen hier. Aber beispielsweise nehmen wir an, ich bin jetzt Platz 9000, dann würde ich natürlich die Rewards, die bekommen. Ich bin die hier, sorry, 6001 bis 10.000. Also ich bin unter 10.000, würde die hier bekommen. Aber nehmen wir an, ich wäre dann noch in den Top 50% Spielern, dann würde ich noch zusätzlich die hier bekommen. Also es gibt jetzt auch noch 5% Belohnungen, je nachdem, wo du bist. Und es gibt jetzt Boost-Charaktere. Es wird jetzt immer Boost-Charaktere geben. Die Boost-Charaktere bekommen je nachdem, wie sie in der Meta sind oder je nachdem, wie häufig wenig sie genutzt werden, bekommen sie zusätzliche Boosts. Im Endeffekt, die Charaktere, die kaum benutzt werden, bekommen viele Boosts, viel Zusatz, die oft benutzt werden, gar keinen. Aber es gibt auch noch immer Featured-Charaktere, Pickup-Charaktere oder, das ist hier bei dem Reiter, Auswahl-Charaktere. Das sind die Charaktere, die aktuell entweder farmbar sind, einen Senker bekommen haben oder summonable sind und so weiter und so fort. Also, wenn jetzt ein neuer Charakter rauskommt, dann ist er sicherlich ein Pickup-Charakter. Also nehmen wir mal an, Lane's Festival ist ja nächste Woche, da kommt ein neuer LF-Charakter oder Ultra-Charakter summonable. Dann wird er halt sicherlich hier drin sein und bekommt dann folgenden Boost. Nämlich hier Auswahl, zugefügte Schaden 20% ab, Schlag-Fernverteidigung 15% ab. Und das ist, wenn er nicht Senker awaked ist, und wenn er Senker awaked ist, bekommt er noch zugefügter Schaden 8% ab. Genau, das ist jetzt für die Auswahlcharaktere. Dann könnt ihr sehen, Stufe Z-Charaktere, das sind die Charaktere, die kaum gespielt werden. Ihr könnt natürlich hier gucken, welche das sind. Das ist schön gelistet. Und die bekommen jetzt folgenden Boost. Hier, guck mal, 40% zugefügte Schaden, Double Defense 35% zugefügte Schaden von Senker-Charakteren 10% ab. Also da könnt ihr euch mal reinsnicken, Freunde, und Stufe C-Charaktere bekommen überhaupt keinen Boost. Also all die Charaktere, die halt so häufig benutzt werden. Oh nein, mein Boy, wie geht das am Start? Witzig, witzig. Warte mal, ist Evo? Ah, Evo ist auch am. Ach, verdammt, okay. So läuft das hier mit den, mit den Boost-Charakteren. Das heißt, es wird außerordentlich wichtig sein, jetzt immer Season für Season tatsächlich neue Teams zu spielen. Das finde ich gut. Und Leader-Slot muss ich auf mich einwirken lassen. Ich denke, wir werden jetzt mehr oder weniger in jedem Team Revive Gohan sehen oder Zenkai 7 Gohan. Aber wenn du es klug machst, klatschst du eigentlich, oder ich klatsche eigentlich in mein 10-Team Zamas rein zum Beispiel. Weil Zamas bekommt einen Featured-Boost als mein lila Charakter im Saint-Team. Wisst ihr, was ich meine? Und das werde ich wahrscheinlich auch machen, definitiv. Also es werden sehr viele Videos folgen. Apropos viele Videos, Freunde, haltet einen Blick auf Social Media, Twitter und Instagram. Osiris Stones, Links in der Beschreibung. Ich werde die Tage einen Post raushauen, in dem ich euch wieder frage, dass ihr mir eure Teams zeigt für die nächste Dein Team, mein Ranked-Folge. Dann sendet ihr mir das Ganze, wenn ich das verkünde. Und dann mache ich eine neue Folge. Und jetzt wird es natürlich übertrieben interessant, weil wir jetzt Ranked haben. Also natürlich verschiedene Elos liegen. Und weil wir jetzt Boost-Charaktere haben, als auch den Leader-Sort. Deswegen haltet die Augen offen, Freunde. Links in der Beschreibung. So viel zum PvP. Es gibt, es gibt einmal am Tag einen, bekommt ihr einen Bonus-RP, wenn ihr den ersten Sieg am Tag schafft. Das sind 100 RP plus. Und ansonsten, ja, einfach ranken, ranken, ranken annehmen. Tatsächlich einen frischen Wind gebracht. Ich freue mich drauf, jetzt ausgiebig ranken zu können. Dann gucken wir uns das Ganze mal kurz an. Kurz überfliegen wegen dem Update. Es ist wirklich ein richtig großes Update, ein richtig schönes Update. Titelbildschirm, sehr vieles wurde geändert. Gilde-Button ist dort. Schnellere Ladezeiten gefühlt. Und jetzt werden längere Displays supported. Das merkt ihr an eurem Handy im Prinzip. Euer Bildschirm wird jetzt komplett bedeckt, sage ich mal. Wenn ihr zuvor so einen Rand hattet, habt ihr den jetzt nicht. Das merkt ihr dann im Prinzip. Ausrüstung. Oh. Es gibt jetzt Folgendes, und zwar könnt ihr, pass mal auf, ihr könnt Ausrüstungen
garantiert verstärken. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt folgende Ausrüstung verstärken, aber man kann nicht jeden Slot verstärken, garantiert. Was meine ich damit? Zum Beispiel den dritten Slot, den kann ich mit dieser Hilfsverstärkung nicht verstärken. Okay, es geht nicht bei jedem. Aber Slot 2, bei diesem Equipment beispielsweise, könnte ich zu meinem Hilfsverstärken. Hilfsverstärkung heißt, dass deine, dass du in jedem Fall, dass es auf jeden Fall nicht verringert wird. Beispielsweise, ich komme jetzt nicht, wenn ich Hilfsverstärkung machen würde, würde ich nicht unter die Effekte kommen, die hier gelistet sind. Unter 21,7 zugefügte Schaden und so fort. Erneute Verstärken könnte ich drunter droppen, das ist die normale Verstärkung. Bei Hilfsverstärken würde ich nicht droppen, aber ich zahle mehr Materialien, ihr seht's. Kosten erhöhen und absolute Verstärkung du ausführen. Das, Freunde, guck mal, wie viel ich dafür ausgeben muss. Aber hier tue ich in jedem Fall diesen Slot verstärken. Wie viel CC sind das? 220 CC. Am Anfang waren es 200, ich habe nämlich zweimal eine Hilfsverstärkung durchführt. Und das sollte ich aber täglich resetten, die Ressourcen dafür. Ich mache es einfach mal zur Vorführung. Eine absolute Verstärkung mit CC jetzt, weil ich habe jetzt nicht so viele Radiogummi und folgende Materialien, Ressourcen. Garantierte Verstärkung, also garantiert kann ich es auf jeden Fall um 0,85 jeden Slot verstärken. Lass mal gucken, was da rauskommt, was dabei rauskommt. Ja. Okay, ja, okay, es ist garantiert halt, okay, es ist garantiert verstärkt, das stimmt schon, aber gut, je nach Equipment, das wird das teuer, je nach Equipment wird man sich das wahrscheinlich, ja, ein ausbeißen, sag ich mal. Aber so viel dazu, in Bezug auf, ja, die neue Ausrüstungsverstärkung, sag ich mal. Weiter im Kontext, Freunde, was haben wir noch hier? Wir haben noch an der Stelle folgendes: Ranglistenmatches haben wir uns angeschaut, Leaderslot haben wir uns angeschaut, Turnier der Kraft. Die Ranglistenbelohnungen werden nun nicht über die Gesamtrangliste, sondern über die Liga-Rangliste vergeben. Aber ihr könnt es mir mal gerne wissen lassen. Ich hab von der letzten Season, also heute, keine Rewards bekommen, komischerweise. Und ansonsten könnt ihr euch mal gerne durchlesen. Es gibt auch ein Tutorial an der Stelle für diejenigen, die neu anfangen. Das Gildenbildschirm würde erneuert, aber also nur die Navigation. Nur, das Design, also ich habe jetzt keine anderweitigen Erneuerungen gesehen tatsächlich. Es wurden neue Tutorials hinzugefügt, wundert euch nicht, wenn ihr auf irgendein Event klickt, dann wird euch vorgeschlagen, ein Tutorial zu machen für Lens Limited Charaktere oder euch wird erklärt, was Ultra Charaktere sind, und danach schaltet ihr den Schlüssel frei für das Goten Event. Hier steht da richtig geil dran, holt euch einen Lens Limited Charakter, aber das ist der Goten, den wir so oder so schon bekommen haben aus dem Story Event, die 100 Siegkräfte. Aus der Story, das ist das, was die meinen mit dem Lance-Limit-Charakter. Und es gibt noch ein Tutorial für Ausrüstung sein fort. Wenn es eine neue Hauptstory gibt, wird das hier angezeigt. Ihr könnt dann sofort fortsetzen. Ihr müsst nicht raus rein. Ihr könnt sofort das Ganze fortsetzen. Gewisse Korrekturen an der Benutzeroberfläche und so weiter und so fort. Könnt euch gerne durchsneaken und sonstiges, Freunde. Also echt gutes, einiges verbessert. Boys and Girls. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das Let's Go Legends ist für Anfänger oder halt für sich an der, für diejenigen, die sich mit Teambuilding auseinandersetzen wollen. Ihr könnt jetzt zwischen drei Teambuilds wählen, zwischen drei Blitzschart-Missionen, Saiyan, Lineage of Evil oder Kino-Version sagen, und dann bekommt ihr für die Charaktere Siegkräfte. Ich würde empfehlen, wenn es euch egal ist, was ihr wählt, wählt Saiyan, weil den Goku, der ist immer noch stark, definitiv Senkai Awake. Wenn ihr aber ein Kino-Version-Saga-Team spielt und da einen guten Senkai-Charakter wollt, dann ist dieser Broly auf jeden Fall gut für Kino-Version-Saga. Lineage of Evil, cool, ist auch natürlich Stammplatz oder ist ein guter Charakter, aber müsste jetzt aktuell nicht unbedingt sein, meiner Meinung nach. Da könnt ihr bei dem Event mal gerne durchsneaken, und diese Senkai-Kräfte hier an der Stelle, die sind jetzt an der Stelle jederzeit verfügbar, die wurden permanent zugefügt, da könnt ihr auch Daily Summoned unter anderem. Ansonsten, ja, PvP Neue Season, Ranglistenmatches haben wir uns angeschaut, Turnier der Kraft, Senkai, wie geht das gut, richtig gutes Senkai, ist so oder so jetzt Free Senkai durch das Battle Gauntlet und die Mission, Freunde, also nimmt es an, GT-Team wird auf jeden Fall gut sein, der Vegeta. Apropos Battle Gauntlet, da könnt ihr jetzt wirklich automatisch aussuchen, dass das Spiel automatisch von Level 1 bis 69 komplett automatisch alles macht. Das kann natürlich dauern, ich würde sagen, legt euer Handy zur Seite, aber das macht im Prinzip dann wirklich alles automatisch. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Mach's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.